Ja. Ist alles vorbereitet? Gut. Vier Minuten ab jetzt. Alles in Ordnung? Ist das für 622? Nein, das sind Trüffelrisotto und der mediterrane Salat für 405. Das wurde auch vor einer halben Stunde bestellt. Das wäre also relativ dringend. Gibt es irgendein Problem? Entschuldigen Sie, dass ich Ihren Ablauf so störe. Ich will auch gar nicht länger stören. Aaron Slomann. Und Sie? Herr Harke? Ja, Lukas Harke. Lukas! Lukas, freut mich, Sie kennenzulernen. Wir sind in einer sehr ungewöhnlichen Situation gerade, aber wir werden es beide gemeinsam schaffen. Ich brauche auch nur zwei Sachen von Ihnen, nämlich erstens, dass Sie niemandem erzählen, was in diesem Aufzug passiert ist. Und zweitens? Zweitens brauche ich Ihre Uniform. Was? Wozu? Das kann ich Ihnen alles erklären, sobald Sie mir versichern, dass nichts davon diesen Aufzug verlässt. Ja, einverstanden. Okay. Wie gesagt, Slomann, Landesamt für Verfassungsschutz Hessen, Abteilung 5, Extremismus und Terrorismus mit Auslandsbezug. Ich muss in 622 eine Quelle schützen und dafür müssen dieser Wagen und ich in jetzt noch 3 Minuten oben sein und dafür brauche ich Ihre Uniform. Aber das ist für 405. Ich weiß, das ist Ihr Job. Aber jetzt gerade ist es wichtiger, dass in 622 keine Tragödie passiert, als dass die Gäste im 4. Stock ihr Essen bekommen, oder nicht? Ja, verstehe. Aber woher weiß ich, dass das alles stimmt? Ich trage im Dienst nie einen Ausweis bei mir. Aber schauen Sie hier. Alles, was ich habe, sind Sie und 150 Sekunden Zeit. Sie werden mir vertrauen müssen. Ich bitte Sie, helfen Sie mir. Herr Slomann. Ich würde Ihnen helfen, aber die Uniform gehört nicht mir. Wenn es mein Chef mitbekommt, bin ich niemand wird davon erfahren. Ich werde die Uniform zurücklegen und Sie werden von mir nie wieder hören. Trotzdem kann ich Ihnen nicht einfach eine Uniform geben. Passen Sie auf. Hier. Das sind 180 Euro. Die sind für Sie, für die Uniform, den Wagen und für Ihre Unannehmlichkeiten. Die Uhr auch noch. Was? Die Uhr. Thank you.